Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Mosh Warhammer 40k. Ich probiere es nochmal, hoffentlich ohne Ausraster diesmal. Und es geht los. Es muss zu schaffen sein. Ja. Autorisation am Start des Alpha. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Haben wir schon gelesen beim letzten Mal. So, jetzt probieren wir das nochmal. Geschütz wird vorbereitet. Space Marines! So. Da ist unser Geschoss. Die Orks haben es zur Seite gelegt. Dann legen wir es zurück. Leandros, legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung. Abstand halten. So. Gucken, was hier abgeht. Komm. Abstand halten. Achtung, Beschuss! Komm her! Verstecken wir uns einfach mal. Diesmal schaffen wir es. Achtung! So. So. Weg. So. So. Jetzt aber. Ihr seht, ich bin hochkonzentriert. Deswegen hört doch von mir auch momentan nicht viel. So, jetzt machen wir die aber endgültig hier. Endgültig zur Schnecke hier. Was wollen eigentlich diese Zwergenviecher die ganze Zeit hier? Abstand halten. Da war. Kriegst du überhaupt nichts alleine auf die Reihe, du dämliches Arschloch. Wozu nehme ich dich überhaupt mit? Nur um im Weg zu stehen, oder? Auf die Granate aufpassen. Depp. So, warten wir erstmal, bis der Schild sich aufgefüllt hat. Ah, die Fresse. Ah. Ey, der kriegt ja überhaupt nichts auf die Reihe. Da, du auch. Na, ja, besser gelaufen. Guck damit. Wir sollten besser verschwinden, von außen zu sehen, wenn diese Festung in Luft fliegt. Ja, finde ich auch. Suchen Sie einen Ausgang. Ich kann meinen Ausgang auch selber suchen. Los geht's. Ey, verbipscht. Seht ihr? Manchmal versucht man stundenlang eine Stelle und dann schafft man sie beim ersten Versuch.
Gott. Nicht übel. Jetzt werden die Imperialen ihren Nachschub bekommen. Captain Titus, auf Ihr Wort kann man sich verlassen. Oh ja. Danke. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Wir sammeln unsere Verwundeten ein und werden im Wohnblock Andres einen Außenposten einrichten. Sehr gut. Da das Geschütz nun außer Gefecht ist, kann unser Versorgungsschiff dort landen. Sehr gut. Meine Brüder und ich müssen alle funktionierenden Titanen der Warlord-Klasse sichern, bevor die Orks sie plündern. Viel Glück. Okay. Machen wir doch knallhart. Weglaufen! Hier weglaufen. Ha! Mann, Mann, Mann. Krieg. Ich habe ja jetzt schon Angst. Nicht. Und? Was haltet ihr von dem Spiel? Wenn man mal über die Designschnitzer hinweg sieht und dann sich nicht ganz so sehr darüber aufregt, weil ihr kennt das vielleicht, das wollte ich eben schon mal ansprechen, man regt sich so sehr an einer Stelle auf, dass man irgendwann so mischugge wird, dass man es partout nicht schaffen will. Und dann schläft man mal eine Nacht und spielt weiter und dann merkt man, eigentlich war die Stelle gar nicht so schwer. Das ging mir beim Spielen so, ich habe sogar ganze Spiele aufgehört zu spielen, weil ich nicht weitergekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und habe es in die Ecke geworfen und habe es bestimmt ein Jahr lang nicht mehr angeguckt. Und dann, naja, komm, ich probiere es nochmal und dann spiele ich die Stelle und denke mir, das war ja kacke einfach. Stundenlang bin ich da gescheitert, erster Versuch. Und da habe ich mich so geärgert, weil die Spiele eigentlich gut waren, nur ich einfach nicht mehr den Nerv dafür hatte. Schrecklich. Aber was, wem erzähle ich das? Ihr seid doch selber Zocker oder etwa nicht. Oder seid ihr nur Konsumenten? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was spielt ihr am liebsten und warum? So die Top 3 oder so. Würde mich mal interessieren, was meine 1,5 Zuschauer so darüber denken. Oder vielleicht werden es ja später irgendwann mehr, also in Zukunft. Dann, ja, schreibt es mir gerne rein. Das wäre cool. Mich interessiert das doch sehr, was ihr so treibt. Oben. Okay, jetzt sind wir so ziemlich an der Stelle, an der ich das letzte Mal aufgehört habe. Also alles, was jetzt in Zukunft kommt, bis auf jetzt die nächste Passage, ja, habe ich selber noch nicht gesehen. Und diese Brücke ist ein Zeugnis für die Macht des Imperiums. Der Adeptus Mechanicus hat meisterhafte Architekten. Ihre Arbeit hat sie alle überlebt. Ist das? Nichts Gutes. Hatte der Leutnant nicht gesagt, dass die Schienen zum Komplex führen, in dem die Titanen sind? Dieses Ding ist ein Rambok. Steigen Sie auf den Rambok, genau. Und ich bin jetzt letztes Mal auf den Rambok gestiegen und dann habe ich aufgehört. Space Marines! Da! Der nächste. So. Tun immer alles so, als hätten sie eine Chance. Tötet das Space Marines. Tötet das Space Marines. Und bam. So geht das. Kaboom. Ach, ich liebe dieses Schwert. Ja.
Schön matschig. Also, ich kann ja sowieso mit Third Person viel anfangen. Und selbst die, es nicht können, können vielleicht mit dem Matsch was anfangen. Und die damit nichts anfangen können, sind vielleicht Warhammer-Fans. Also, wenn ihr es mal günstig bekommt, also 50 Euro hätte ich jetzt nicht ausgegeben. Ich habe einem Deal zugeschlagen, muss ich sagen. Und ich habe es nicht bereut eigentlich bis jetzt. Bis auf meinen gestrigen Nervenzusammenbruch, den ihr bei Video 4 mitbekommen habt. Bam! Ey, was willst du eigentlich? So. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, hier lang. Okay. Denk dran. Nur im Tod endet der Dienst. So. Die Viecher mag ich überhaupt nicht. So. Dreckviecher. Ich hasse explodierende Hunde. Explodierende hässliche Monsterhunde. Fast wie die Hunde bei mir im Haus, nur ohne das Explodieren. Ja, ekelhaft. Dämliche Ratten. Keine richtigen Hunde. Ein richtiger Hund hat mindestens 40 cm Schulterhöhe. Mindestens. Mindestens 8 Meter lange Zähne. Oder so ähnlich. So, genau an der Stelle habe ich aufgehört das letzte Mal. Los, stoppen wir den Rambock. Zeit bis zum Aufprall? Weniger als 6 Minuten. Zeit genug. Zeit genug. Ja, Moment, ich habe was runtergeworfen. Das ist manchmal nicht so gut. Weiter geht's. Aktivieren. Munition fast wieder voll. Wow, das ist cool, das Level. Wie schon tot. Wie lebst du noch oder was? So, jetzt reicht's mir mit dir. Nächster Boss. Ich hab dich sogar bis in den Container reingeschlagen. Hast du das gemerkt, du Arsch? Du hässliches grünes Subjekt. Ich bin noch nicht fertig mit dem Untersuchen des Environments. So.
Kommt bestimmt jetzt noch irgendwas Großes. Würde mich wundern, wenn nicht. Sieht mir schon so groß aus. Stimmt, der Boss vom am Anfang. Das wäre irgendwie cool. Sidonos, Zeit bis zum Aufprall. Weniger als 4 Minuten. Wir müssen uns um dieses Landungsschiff kümmern. Mit Boltern kann man die Panzerung nicht durchdringen. Wir haben Punktverteidigung. Dann vorwärts. Da. Sterbt alle. Zeit zu sterben, Menschen. So, jetzt ist auch Energie und die Schilde wieder voll. Da können wir ja mal schauen, dass wir ein bisschen auf die Kacke hauen hier. Geben Sie mir Deckung, während ich vorrücke. Die und Deckung geben. Die kriegen es ja nicht mehr hin, die einfachsten Gegner direkt vor ihnen stehen zu töten. Bin schon dabei. Ich weiß ja nicht, was ihr Feuerschutz nennt, aber... Ich sehe jetzt keinen, den ich nicht getötet hätte. Alleine. Reißt den Bits? Haha. Was haben wir denn hier, Feines? Plasma-Kanone bemannen. Ey, ich mach dich krank im Haus. Komm her, Junge. Ey! Sowas nimmt man also Plasma von uns benannt. Und jetzt? Erstmal wieder mein Schild aufladen. Ich denke, warum geht das denn nicht hier? Da hat er die gar nicht bemannt gehabt. Komm her. So. So. Verschwinde. So. Komm her. Rare neue Orks. Orks greift an! Orks im Alter! Space Marines!
Komm! Ich hasse dieses System! Wie soll man denn Energie bekommen dann? Das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.